Hallo und herzlich willkommen zu dem Fazit von Shin Megami Tensei 3. Meine Lieben, das Projekt ist offiziell abgeschlossen. Der ein oder der andere wird es wahrscheinlich dann schon gelesen haben auf meinem Community Tab. Ja, der einfache Grund dafür ist, ich bin offscreen unterwegs gewesen. Und zwar in der letzten Folge sind wir ja im Mantra-Hauptquartier gewesen. Ich habe offscreen gelevelt, damit ich Stärke 25 erreiche, um die Tür zu öffnen. Ich habe die Tür geöffnet, als ich die Aufnahme dann gestartet hatte, denn ich hatte ja eigentlich vorgehabt, hier noch eine Folge dann aufzunehmen und bin dann etwas enttäuscht gewesen, denn ich dachte, hinter dieser Tür würde sich noch ein Dungeon befinden. Dem ist aber nicht so gewesen. Da ist ein Würfel gewesen hinter dieser Tür und in diesem Würfel ist dann die fehlende Magatama gewesen. Soweit so gut. Dann hatte ich alle Magatama zusammen und bin dann mit den ganzen Magatamen, die ich hatte, bin ich dann zur Kathedrale und habe mit dem Priester gesprochen. Und der Priester, der hat mir das Schwert des Fürsten gegeben. So hieß es, glaube ich. Ja, dann sollte ich das dem Fürsten übergeben, der Tokio beschützt. Und dann dachte ich mir, so ist das jetzt alles an Informationen, was ich von ihm bekomme. Und dem war auch so. Mehr Informationen habe ich von ihm nicht bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich mal wieder hier an Google ransetzen und muss mal gucken, wem ich das Schwert geben muss. Ja, dann habe ich gefunden, das Schwert hätte ich wohl Isamu geben müssen. Ja, das wäre zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr möglich gewesen, weil ich Isamu ja schon bekämpft habe. Gut, wenn ich auf dem anderen Speicherpunkt weitergespielt hätte und das dann gemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich es ihm dann hätte noch geben können. Ich glaube, da wäre aber der Zug auch schon abgefahren. Und dann dachte ich mir, okay, gut, alles klar. Dann kann ich das ja erstmal so lassen und lade dann den anderen Spielstand hoch, um am Parlamentsgebäude weiterzumachen, sprich, beziehungsweise im Amala-Labyrinth weiterzumachen. Ich bin dann offscreen im Amala-Labyrinth gewesen. Eine gute Stunde bin ich da unterwegs gewesen und diese Stunde bekomme ich nie wieder. Ja, ich bin im Amala-Labyrinth gewesen und bin dann schon mal runtermarschiert, um die Mäuren aufzustellen. Ich habe dann vor dem Altar gestanden und habe dann auch nochmal auf die Aufnahmetaste gedrückt, um euch dann nochmal mit hinzuzunehmen und habe eine Mäure abgestellt und dann haben mir zwei Mäuren gefehlt. Also sprich, der ganze Weg für dorthin ist umsonst gewesen und dann ist mir auch eingefallen wieder, tada, die anderen beiden Mäuren bekomme ich dann, wenn ich die Reiter bekämpfe. Tja, das ist aber jetzt aber auch schon ein bisschen her, als ich ja unterwegs gewesen bin und den einen Reiter bekämpft habe, weil ich ja dachte, komm, ich mache das dann später und mach jetzt erstmal das andere Ende. Das ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll gewesen. Ich hätte mich vielleicht direkt damit auseinandersetzen sollen. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, wo die zwei Reiter sind. Und bin dann kurz davor gewesen, dann nochmal zu googeln, wo ich die zwei Reiter finde. Und dann dachte ich mir aber währenddessen, ja, das ist aber ja nicht Sinn und Zweck eines Blind Let's Plays. Meiner Meinung nach. Dass ich da jetzt am Ende hier im Internet mich, ja, zu Tode recherchiere, wie ich hier was finde. Das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Blind Let's Plays. Deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, alles klar, ich werde dann jetzt offiziell dieses Projekt beenden, Shin Megami Tensei 3, und werde dann nicht mehr in diesem Jahr, aber Anfang nächsten Jahres werde ich die ganzen Enden werde ich aufzeichnen und werde die nachträglich als Bonus-Points werde ich die hochladen und werde aber versuchen, das Amala-Labyrinth blind zu halten. Ja, also ich kann es nicht versprechen. Ich werde das dann als blind markieren oder nicht als blind markieren. Dann werdet ihr dann sehen können, ob ich clever genug gewesen bin, das so alleine durchzugehen oder halt eben nicht. Und ja, dicke Sorry dafür. Ich weiß, dass sich bestimmt der ein oder der andere gefreut hätte, dass wir hier noch das zweite Ende durchnehmen. Aber ich werde das, wie gesagt, nachträglich dann noch hochladen. So, ich würde dann jetzt einfach mal anfangen und sagen, dass mir dieses Spiel gefallen hat. Ich hatte unfassbar viel Spaß damit. Mich haben die großen Pausen genervt. Die haben mich genervt, weil ich so viel vorproduziert habe, weil ich mich wirklich von dem Spiel nicht losreißen konnte. Ich werde auch, sobald ich Zeit habe, mich da auch direkt dran setzen und das Spiel nochmal von vorne beginnen und hier dann schon mal direkt mit den Enden anfangen, die verschiedenen Enden dann aufzeichnen.
Und das werde ich aber dieses Jahr nicht schaffen, also das kann ich euch jetzt schon sagen. Also Januar, Februar, wenn alles gut läuft, wenn es alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, kommt das Ganze dann noch. Das Spiel hat mir gut gefallen. Was gibt es noch zu erzählen? Also, ich fange mal an. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Was ich unfassbar gut fand, war, was mir besonders gut gefallen hatte, ist gewesen, die Möglichkeiten, die Dämonen zu rekrutieren, zu fusionieren und den rundenbasierten Kämpfen. Ganz klar. Rundenbasierte Kämpfe finde ich ja ganz besonders ganz toll. Und am Anfang ist mir das halt nicht so einfach gefallen mit dem Fusionieren der Gegner, ne? Weil ich dachte, oh nö, die will ich nicht fusionieren, weil die mir so gut gefallen. Nee, ich möchte die dann noch behalten. Ne, und später hatte ich ja dann war das alles gar nicht mehr so wild. Dann habe ich alles fusioniert, was ging. Ja, ich glaube, der schönste Ort im Spiel ist für mich das Parlamentsgebäude gewesen. Das hat mir optisch sehr gut gefallen. Ich muss aber auch sagen, dass Ginza mir gefallen hat. Und Asakusa. Der Grund, warum die beiden Orte mir gefallen haben, optisch jetzt nicht so. Also da ist das Parlamentsgebäude ziemlich weit oben. Aber Ginza und... Was habe ich jetzt eben gesagt? Ginza und Asakusa. Die Orte haben mir einfach gut gefallen, weil alles so gut nah beieinander gewesen ist. Dass wenn ich zur Quelle des Lebens musste oder wenn ich was einkaufen wollte oder wenn ich Dämonen fusionieren wollte, da ist alles auf einem Fleck gewesen. Und das war für mich dann halt immer einfach... dorthin zu gelangen. Was gab's noch? Was wollte ich noch erzählen? Ah, der schlimmste Boss ist für mich persönlich der Posaunenbläser gewesen. Das ist ja wirklich eine Katastrophe gewesen mit dem. Bis ich das mal gecheckt habe, was der eigentlich von mir will. Also das hätte man alles schon viel früher erkennen können. Aber ich habe da ein bisschen gebraucht. Ich brauche halt bei manchen Sachen ein bisschen länger, ne? Bin da nicht so der intelligenteste Mensch. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, ja. Der Kater. Goto. Oder wie man seinen Namen aussprechen mag. Ich weiß es nicht mehr. Und Reidu? Das ist echt schade, dass man die im Spiel später nicht mehr angetroffen hat. Vielleicht hätte man die noch antreffen können, wenn man andere Antworten ausgewählt hätte bei den verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die man mir gegeben hat, je nachdem, mit wem ich gesprochen hätte. Vielleicht hätte ich da die Möglichkeit nochmal gehabt, die beiden zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir einmal gegen die gekämpft haben und dann war es das. Dann haben wir die beide nie mehr gesehen. Was gab's noch? Was gab es noch? Ich habe mir hier dann noch einige Notizen gemacht, die ich bis heute nicht verstehe. Also, wie zum Beispiel, bleib weg von einer Stadt mit einem hohen Gebäude, wenn du keinen Ärger willst. Ich weiß nicht, warum ich mir sowas aufgeschrieben habe. Das ist halt ein bisschen blöd bei einem Let's Play. Ganz besonders, weil Shin Megami Tensei auch nur dreimal die Woche gekommen ist. Und ich habe ja manchmal 6, 7 Folgen am Stück aufgenommen. Und wenn ich dann nach 2 Wochen mich da wieder dran gesessen habe, um weiterzuspielen, wusste ich das schon fast gar nicht mehr, um was es da eigentlich ging. Also andere kommen damit besser zurecht, ich halt weniger. Die Gegner, die mir gut gefallen haben, das sind die Geschwister gewesen. Also hier die grausame Frau, ne? Wie hieße Atropos, Clotho und Lachesis. Also das fand ich ja auch sehr interessant, hier gegen die Geschwister da zu kämpfen. Hat mir echt gut gefallen. Der Ort, der mir überhaupt nicht gefallen hat, da musste ich ein bisschen überlegen, ob das vielleicht hier das letzte Gebiet gewesen ist. Oder ob es, wie hieß es nochmal, das Gefängnis von Kapukishu gewesen ist. Und ich muss mich dazu entscheiden, dass das Gefängnis von Kapukishu gewesen ist. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass ich da dann in die andere Welt musste und dann habe ich quasi über Kopf gespielt, dann bin ich quasi auf der Decke entlang gelaufen, dann ist die Decke der Boden gewesen und der Boden ist die Decke gewesen, weil alles dann andersrum gewesen ist, so kopfüber, und dann musste ich dann diesen Schalter betätigen, damit die Tür aufgeht, dann musste ich dann nochmal in die richtige Welt reinspringen, damit dann alles wieder so ist, wie es sein soll, und ach Gott, ich war so froh, als wir da fertig waren, also wenn ich mich da wirklich dazu entscheiden muss, welcher Ort mir nicht gefallen hat, dann ist es das gewesen, das Gefängnis von Kapukishu. Ich hätte gern noch die E-Mail gelesen am Ende des Spiels. Ich würde gern wissen, was das bedeutet hat. Das habe ich am Ende nicht so ganz verstanden. Weil der ist ja dann wach geworden, hat er das alles nur geträumt? Oder was ist da passiert?
Ich habe keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich die Geschichte besser verstehen, wenn ich das Spiel für mich selber spiele. Wie gesagt, die großen Pausen, das ist immer ein bisschen blöd. Ja, ansonsten glaube ich, alles gesagt zu haben, was mir so auf der Brust lag. Falls der ein oder der andere noch Fragen haben sollte, der darf mir die gerne in die Kommentare stellen und ich werde dann mein Bestes geben, um diese Kommentare zu beantworten. Shin Megami Tensei 3 hat mir sehr viel Spaß gemacht und dieses Projekt ist offiziell beendet. Und der Nachfolger von Shin Megami Tensei wird Nioh sein. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich habe da vor einigen Wochen schon mal ein bisschen was vorbereitet dafür. Und also sprich Thumbnails und so, ne? Den Schriftzug habe ich erstellt und die Zahlen habe ich gemacht schon mal. Und bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch allen, die an diesem Projekt hier teilgenommen haben und ebenfalls viel Spaß hatten, wie ich mit Shin Megami Tensei 3. Und vielleicht sehen wir uns dann nochmal in einem anderen Projekt wieder. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.